Können wir echt, ja genau, würde ich auch sagen. Können wir echt überlegen, ob wir heute Nacht, bevor wir pennen gehen, heute Abend, übertakten wir einfach den Dings, tauschen die Förderbänder durch MK3 aus, knallen die bei uns hier in den Schredder und lassen dann über Nacht da das Ding Zeug reinschreddern. Ja. Würde man machen. Also wenn das 50.000 Punkte die Minute gibt. Und was hatten die Drähte heute, gestern, als wir gegangen sind, die Minute? Das waren ja irgendwie 4.000 oder so, glaube ich, ne? Nee, viel weniger. Ach doch, ja, 4.000 waren es. 4.000, hast recht. Ja. Und damit haben wir fast 50.000. Also da kommen wir morgen on und haben wahrscheinlich irgendwie 60, 70 Tickets, je nachdem. Ja. Das ist sick. So. Ich enjoy das gerade so sehr. Es ist gar nicht so ultra huge, aber es ist halt einfach, keine Ahnung, ich finde es so cool geworden. Wir werden wissen, was Kevin dazu sagt. Einfach nur diese eine Halle. Ich finde die richtig gelungen. Ja, ich werde mir das gleich angucken. Ich bereite gerade nur was vor noch. Ja, im Moment sind das alle 4 Minuten ein Ticket. Hast du die, wie viele Tickets brauchen wir denn für diese Glasdecken-Dinger? Boah, ich glaube 4 oder 5. Wie viel haben wir jetzt gerade? Muss ich gleich mal gucken. Festplatte ist fertig analysiert. Mhm. Das hier wird's sein, ne?
Alternativrezept. Verschraubte Eisenplatte oder Kupferrotor? Kupferrotor wäre mit 52 Schrauben und 6 Kupferbleche. 3 Stück. Warte mal, ich guck mal nach. Rotor aktuell. Rotor ist aktuell 5 Eisenstangen, 25 Schrauben, 1 Rotor, 4 pro Minute. Was hast du? 6 Kupferbleche, 52 Schrauben, 3 Rotoren, 11,25 pro Minute. Und mehr Rotoren, aber voll die krumme Zahl, ne? Verschraubte Eisenplatte ist 18 Platten, Eisenplatten, 50 ja. Schrauben, 3 verstärkte Eisenplatten, 15 pro Minute. Also ich finde, beides ist nichts. Ich kann das dann immer schlecht einschätzen, weil ich nicht weiß, wie sich das hinten raus entwickelt, aber das klingt für mich auf jeden Fall auch nicht gut, ne. Ich tu mal neu scannen. Reroll einfach mal, ja. Alternativrezept Gussschrauben. Gussschrauben? Ja. Okay, hau mal raus. 5 Eisenbarren, 20, 50 pro Minute. Was kommt da raus? 5 Eisenbarren, 20 ja. Schrauben, 50 pro Minute. Steigert die Menge. Ja, und wir brauchen den Zwischenschritt nicht, ne? Ja. Weil jetzt machen wir aus Eisenbarren Eisenstangen und dann machen wir aus Eisenstangen Schrauben. So genau. Machen wir aus Eisenbarren einfach Schrauben und wir kriegen sogar mehr raus. Ja. Dann nehme ich das, ne? Mach das, ja. Das andere wäre Formstahlrohr. Das wäre dann 5 Stahlbarren und 3 Beton, 5 Formstahlrohr, 50 pro Minute. Aber Schrauben werden, glaube ich, wirklich am Ende sau wichtig und das ist, glaube ich, eins der wichtigsten Rezepte dafür. Ja, mega geil, weil wir halt einfach diesen scheiß Zwischenschritt nicht machen müssen. So, jetzt kommen noch andere Sachen. Was denn? So, 50% mehr Cloud-Ladegeschwindigkeit. Hä, wie hast du das gemacht? Dafür brauchen wir Supercomputer, oder? Nee, du meinst das mal. Und nochmal Inventarvergrößerung davon. Nice. Shallow mind? Pretty ripples? I certainly hope that wasn't meant to include me. Dimensional expansion increased to 300%. Diese Alien-Stimme hat so ein bisschen Subnautica-Vibe. Ja, deconstruct all matter to the subatomic level, storing its elementary particles until the part is recalled. You are digging into deeper layers. Shallow matter contains wind of symphonies and void songs and deep echoes. It is fascinating what one can find out simply by looking closer. So, ich hau die andere Festplatte jetzt gleich auch noch rein. Aber erstmal mache ich noch eine andere Sache.
So, und nochmal Ladegeschwindigkeit. Dimensional upload speed increased. All of the kinetic and thermal energy released during matter conversion has now been repurposed to aid with dimensional shifting, allowing several parts to pass through for free. Uploadgeschwindigkeit? Ja, nochmal. I assure you that would be a most unhealthy action for the pioneer to take. Der lädt jetzt schon ziemlich gut hoch. Also das geht jetzt schon mit einem guten Tempo. Ich habe auch mal eins von diesen Sammärzten, der die Toilette runtergespült, aber das hat nichts gebracht. So müssen wir es bauen. Dann geht's auch aus. So. Was sind das denn für Sachen, die wir da noch brauchen? Du machst jetzt gerade eine Motorproduktion, ne? Richtig. Aber das wird noch ein bisschen dauern. Also wenn du willst, kannst du mir auch gerne helfen. Ich wollte jetzt mal gucken, was sind das für beides für Sachen, die wir da oben rechts noch haben, 500 und 100? Ich glaube, das können wir noch nicht bauen, weil wir noch nicht so weit sind. Ah, okay, da müssen wir erst die Milestones haben, ne? Right. Okay, wenn wir die Motoren haben. Dann können wir auf jeden Fall Jetpack und Ölaufbereitung machen. Okay, bei Ölaufbereitung kommen sehr viele Sachen dazu. Modularer Motor und adaptive Steuereinheit sind das. Das kriegen wir erst mit Stufe 6 Industriefertigung. Dafür brauchen wir dann Kunststoff. Boah, Motoren brauchen wir sehr viele, ey. Das ist ja crazy. Wie viele brauchen wir? Ich baue jetzt, wie gesagt, eine Produktion, die dann am Ende darauf ausläuft, dass wir 10 pro Minute bekommen. Ja, okay, dann kriegen wir dann schnell die Milestones.
guck jetzt aber mal. Ah, okay. Man kann die Rezepte nur einsehen, wenn wir die auch freigeschalten haben. Schade. So, 3 Minuten noch, dann haben wir gleich die nächste Festplatte. Oh, wenn die durch ist, dann komme ich bei dir mal gucken. Jo. Übrigens, Leute, wenn ihr selbst vorhaben solltet, mit Freunden oder so zusammen Satisfactory zu zocken, meine Empfehlung an der Stelle, G-Portal. Wir sind auch die ganze Zeit auf dem Server von G-Portal am Spielen und das funktioniert reibungslos und ohne Probleme. Über meinen Raffling spart ihr auch nochmal 10%, wenn ihr euch darüber einen Server holt, ne? Zwei Minuten noch. Omnitex, wir haben einen 10-Slot-Server. Also das, was ein 10-Slot-Server hat. Das ist das Mindeste, was man braucht. Christoph, vielen, vielen Dank für den Support. Danke dir.
Die Festplatte ist gescannt, Zander. Ja. Alternativrezept Biokohle. 5 Biomasse zu 6 Kohle. 5 Biomasse zu 6 Kohle. Kohle. Das werden wir aber nicht nehmen. Nee, das ist dumm, weil dafür müssen wir... Also ist cool, hört sich cool an, aber in dem Moment, wo man weiß, dass man Biomasse nicht automatisieren kann, ist es selbst cool. Egal, wenn das jetzt geil wäre, würden wir es niemals nehmen, weil weißt du, was die Alternative ist? Hä? Bäm, 6 Inventarplätze mehr. Okay, das ist nice. Das ist nice. Geil. Das schreit danach, Zander, dass wir noch mehr Festplatten gleich holen müssen mal. Das heißt, wir müssen wieder auf Erkundungstour gehen zu zweit. Ja. Ich muss erstmal meine Firma hier fertig bauen, meine Fabrik. Der Inspektor ist da. Oh, nice. Schön mit Glas gebaut. Geil. Guck mal, stell dich mal hier hin. Guck mal, wie geil das aussieht. Mit den Felsen, ne? Ja, ja. Und wenn du so rausguckst mit den Bäumen und so. Mhm. Deswegen, das ist das, was du auch meintest. Dass die Bäume halt, die machen halt richtig viel aus. Ja, wenn man alles einfach nur platt macht, dann sieht es irgendwann einfach nicht mehr aus. Ja. Jetzt habe ich halt, das ist so die Eisenproduktion. Unten werden halt Eisenbarren produziert. Dann kannst du hier oben rüber gehen. Das ist dann halt Fabrikhalle 1. Und die ist dann hier getrennt. Ich wollte halt hier unten, das hier, wollte ich halt mit diesen Glasböden machen, weißt du? Mit diesen Glas... Wo bist denn du? Ich bin hier hinten. Was ist das für ein Gebäude? Ach so, ja, das ist mein... da oben ist die Kohle, der Kohlemeiner. Und wenn du unten in das Tor reingehst... Mach's mal, ich muss noch Lampen dafür bauen. Da ist dann eine Leiter. Ah, okay. Und die kannst du dann nach oben gehen. Ja, und hier oben ist dann der meiner. Das ist eigentlich alles. Ich habe das ganze Ding nur für die Treppe gebaut, für die Leiter. Damit die Leiter halt von hier begehbar ist, so, weißt du? Aber in Wirklichkeit kannst du einfach runterhüpfen. Ich bin die Leiter runtergefallen. Ja, und hier ist das Förderband. Hier kommt es halt runter. An der Seite. Und nachts sieht es halt ganz geil aus, weil es halt so beleuchtet ist, weißt du? Hier an der Seite kommt es runter. Ha, das musst du aber auch noch bauen, ne? Dass das dann... Ja, yeah, genau. Ich wollte das dann hier so lang führen. Und dann halt in die Richtung. Und dann von der Seite... Irgendwie da hinten hin. Ich weiß noch nicht genau, wie ich das mache. Okay. Ich brauche die Kohle ja in der zweiten Fabrikhalle. Also wie gesagt, das erste ist ja das Ding hier. Und wenn du jetzt hier reingehst, dann wollte ich hier den Glasboden reinbauen. Noch, damit man halt so durchgucken kann. Dafür brauche ich halt diese Glasplatten. Und dann ist das halt Fabrikhalle 2. Und hier wird hier oben wird halt Stahl produziert. Und unten drunter habe ich nochmal eine... Kalk-Sandstein-Dings. Und da wollte ich mir dann Beton wegholen, um dann halt Stahlträger zu produzieren. Okay. Genau. Und da hinten ist die Sam-Produktion. Ja, da bin ich ja schon reingefallen, ne? Genau, da kennst du dich ja aus. Hier sind auch nochmal 2 Kalkstein-Vorkommen. Ja, 3 sogar. 3. Normal. Auf der anderen Seite ist auch noch einer. Hier ist ein Bossbüffel. Ich werde ein bisschen Monster grinden. Ja, kannst du machen. Für DNA.
Ich habe wieder eine Festplatte direkt hier in der Nähe gefunden, ne? Ja, da war einer noch, ne? Habt ihr den noch nicht angeguckt? Konnte man einfach direkt öffnen. Nice. Ich finde die Map so gut gemacht teilweise. Das sieht ja richtig geil aus. Ist auch richtig geil gemacht. Alle abbauen. Alle falsch. Bis auf den letzten. Da ist es mir aufgefallen. Was halt ultra krass ist, ne? Bis jetzt haben wir eigentlich nur Produktionen in unserem Gebiet dort gemacht. Ja. Und wir haben ja noch zig Biome, wo wir auch Produktionen aufziehen können. Jo. Das war knapp. Man kann aber leider keine Landwirtschaft in dem Game machen, irgendwie, dass man sich Essen produzieren kann. Ich finde gerade so Mob-Growing und so, das fehlt total in dem Spiel, ne?
Naja, so Landwirtschaft zumindest finde ich noch geil. Theoretisch könnten die ja noch sau viel aus dem Game rausholen. Überleg mal, ja, stell mal vor, die würden ein DLC machen und würden dieses DLC nur auf so biologische Dinge auslegen, wie Landwirtschaft und so. Dass du, keine Ahnung, sagen wir jetzt mal, du hast ja eh schon das Bausystem mit diesen Plots von den Fundamenten, ne? Mhm. Und so baust du Felder und du kannst Felder automatisieren mit Sprenglern, Ernteanlagen und allem. Also da könnten die ja geisteskrank Content wieder reinbringen, ne? Das ist ja, ja das, was ich meine, wie viel Potenzial in dem Game steckt noch. Nach dem Marathon direkt Factorio-Marathon, genau. Das ist ja auch einer der Gründe, warum ich zum Beispiel Ark eigentlich so geliebt habe. Weil die haben halt durch die DLCs für massiv Content gesorgt. Dadurch, dass du ja auch zwischen den Maps nachher hin und her wechseln und Sachen transferieren konntest und so. Ja. Ich habe ja mal ein Let's Play gemacht bei Survival Evolved. Also dem alten Ark, nicht ne, dem der Neuauflage. Da habe ich komplett vom Base Game bis zum letzten DLC durchgespielt, alle Bosse gemacht und so, ne? Mhm. Auf meinem Variety Time Kanal sind da 500 Folgen oder so zustande gekommen. Da kannst du dir überlegen, wie viel Spielzeit das war. Was? Und ich habe die Bosse nicht mal in es gibt ja da so Stufen. Kannst ja in Alpha, Beta oder Gamma machen. Gamma ist das Schwächste, ne? Und ich habe die Bosse in Gamma gemacht, also nicht in der Alpha-Stufe. Und das Geile ist halt bei Ark, finde ich so, du hast eigentlich die ganze Zeit, auch wie hier in dem Spiel, ein Ziel vor Augen. Weil du willst diese Bosse besiegen und dafür musst du halt verschiedene Steps machen. Du musst dann halt Dinos züchten, so, und um die dann zu züchten, damit die, weil du kannst ja so Mutationen kriegen, dann werden die immer stärker. Und um die zu züchten, musst du dann halt erstmal die ganze Economy haben. Also dir eine Base bauen, du musst die Sachen in Hülle und Fülle zur Verfügung haben. Dann kannst du ja auch noch die ganzen Baupläne für die Sattel und so farmen, dass die besser sind. Okay. Da kommt halt ordentlich Spielzeit zusammen. Ja, also ich fand Ark, mich hat aber Ark einfach immer nur die Performance genervt. Das war für mich immer so der Killer. Na, jetzt in Survival Ascended haben die ja sowas wie DLSS drin. Es kam jetzt mit dem Extinction DLC, aber ich weiß halt nicht, wie der Mod-Support ist. Und was mich halt dort extrem ankotzt, ist die Server-Thematik. Weil wenn du alle Maps spielen willst... Das ist auch der Grund, warum ich dich noch gar nicht gefragt habe, ob wir das mal machen sollen. Wenn du alle Maps spielen willst, dann musst du dir wie so ein Server-Cluster aufsetzen. Und du kannst zwar selber Survival Ascended Server hosten, aber wenn du den irgendwo anders hosten lässt, kannst du das halt bei keinem anderen Anbieter außer Nitrado, ne? Weil die Exklusivrechte haben. Was einfach voll dumm war von Studio Wildcards. Nitrado, Junge. Das ist auch so ein absoluter Laden. Ja, vor allen Dingen für eine Summe, die Exklusivrechte abgegeben haben. Ich glaube, das waren irgendwie für 1 Million oder 2 Millionen. Stark. Und die haben ja nicht nur die Exklusivrechte von Survival Ascended, sondern auch von Ark 2, so wie ich mitbekommen habe.
Das Geile ist bei, bei dem Extinction-DLC, da habe ich, so, da gibt's einen, Mob, der heißt Gacha, ne? Ja. Und wie halt im Japanischen, kennst du ja diese Gacha-Systeme, diese Glückssysteme, ne? Ja. So, und dieser Mob ist genauso. Du fütterst den, da gibt's so, so eine Alien-Pflanze, so eine Saat, damit kannst du den füttern. Und wenn der gefüttert ist und glücklich, dann gibt der dir random, also, oder nicht random, aber der kann 6 Ressourcen produzieren. Und welche er produzieren kann, das ist random, ne? So. Okay. Und du kannst mit Mods eine komplette Farm damit bauen, dass die automatisiert gefüttert werden und wenn die ihre Items droppen, dass du die mit so einer Maschine aufsammeln lässt. Und dann habe ich mir ein vollautomatisches Lagersystem damit gebaut und habe dann irgendwie, ich weiß gar nicht, ich muss mal gucken, ob ich mal das Video finde, da kann ich das mal schicken. Da habe ich 60 Stück von den Viechern geholt oder so und habe die dann so Sachen wie Element, das ist so das Beste, was du nehmen kannst, weil damit kannst du halt die ganzen Hightech-Sachen und so craften, habe ich dann vollautomatisch produzieren lassen, dass ich irgendwie in der Minute irgendwie fast 10.000 Elementstaub bekommen habe. Okay. Da habe ich auch stundenlang so eine riesen, also das war wirklich so gigantisch, das Teil. So eine riesen Farm gebaut. Da gar kein Gefühl für bei dem Spiel. Ja, wie gesagt, Bock macht das schon, ne? Also du kannst da schon sau viel, also PvE-Content, der ist schon sehr geil. Vor allen Dingen, wenn du die Bosse machst, brauchst du ja Artefakte. Und diese Artefakte, die kriegst du aus so Höhlen, die sind so ein bisschen wie Dungeons aufgebaut. Und die sind auch schon sehr schwer. Weil wenn du da reingehen willst, dann brauchst du halt gutes Equipment zum Teil, ne? Jetzt außer da kommt einer an und ja, du kannst dich da mit der Waffe oder damit durchbuggen und so ein Kram. Aber du kannst damit, du kannst ja auch zum Beispiel, gibt's ja auch diese Airdrops und da können ja Baupläne in besserer Qualität drinne sein. Und da kommt dann auch richtig dann der Zeitfaktor zustande, weil du grindest die Sachen. Kannst das aber alles im Server einstellen. Ich habe mir das damals so eingestellt, dass ich jetzt nicht hunderte Stunden mit sau viel Glück auf einen guten Bauplan komme, ne? Sondern dass das schon alles relativ schnell ging. Oh, hier ist eine Schnecke. Hab ich gesehen. Ich glaube, ich habe hier oben auch nochmal eine blaue. Ich hole jetzt gerade ein bisschen Food. Ach komm, hat er mich jetzt runtergekickt. Könnte auch da lang vielleicht gehen. Ich muss mal gucken. Ich möchte mir jetzt halt diese Vision hier nicht kaputt machen. Das heißt, eigentlich würde ich gerne außen rumgehen. Ich würde sonst Telefon. Hier. Wie viel von den Beeren habe ich jetzt mittlerweile? 35. Es geht eigentlich schnell, ne? Die zu farmen gerade. Ich wollte ein paar haben, damit ich mich heilen kann. Baby. Wow,
Oha, was ist das denn? Ist noch eine Schnecke, what the heck? Hier sind aber viele von denen. Das ist ein Jump'n'Run. Ja, Phil the Chill, aber die Frage ist, mit was man den craftet, ne? Da braucht man bestimmt irgendwelche Sachen wie Speckpilz oder so in Hülle und Fülle. So, erstmal einsammeln. Zack. Wieder eine Schnecke. Es ist unfassbar, ey, wie viel Stuff hier noch in dem Biom ist von uns. Ja, was man alles entdeckt einfach, ne? Das ist echt krank. Ich weiß nicht, wie ich das bauen soll, ne? Da unten sind ja nur die Eisenquellen. Ich kann das auch andersrum bauen. Nach unten baue. Ich meine, es gibt mehrere Wege, das zu craften. Wir haben das Rezept auf jeden Fall schon frei, das weiß ich. Eine gelbe Elektroschnecke. So. Oh, hier sind viele Berries. Boah, sind hier viele. Machst du gerade noch so eine Erkundungstour oder was? Ich bin bei uns hier im Biom die ganze Zeit. Ich sammle ja gerade nur Beeren. Mhm. Damit ich ein bisschen Heal-Stuff habe, weil ich konnte mich vorhin die ganze Zeit nicht heilen. Und ich bin ja die ganze Zeit auch Monster am Kloppen hier, damit ich uns DNA-Dinger hole. Damit wir mit der Forschung weiter vorankommen. Okay. Mit den Tickets. Weil ich will diese ganzen Sachen gerne haben da, also die Stahlwände, Glasdächer. Ich würde auch ganz gerne mal diese Chromsachen und so holen. Ich habe bei uns jetzt hier in dem Biom noch richtig viele Sphären und so gefunden, die wir überhaupt nicht gesammelt haben. Aber die sind auch noch nicht mal so versteckt oder so. Die liegen einfach mitten auf einer Fläche oder so dann rum, ne? Ich glaube, wir beide sind halt teilweise echt blind auch durch die Gegend gelaufen. Ja, gut, aber ich sag mal, nach anderen Sachen gesucht haben, ne? Ja, ich sag mal, wenn ich rumlaufe und einfach Biome aufdecke und nach einem Bauplatz suche, dann halte ich auch mehr danach Ausschau, als dass ich mich auf irgendwelche anderen Sachen konzentriere. Für sowas mache ich ja dann extra Touren. Ja. Und ich sag mal so, uns drängt ja auch nicht die Zeit. Nö, nee, das merkt man, glaube ich, heute sehr stark. Dass wir beide hier komplett... Ja, aber das enjoyen ja auch einige sind. Leute, ne? Die, also, ich habe da nee, heute schon wieder sehr häufig Leute gehabt, die gesagt haben, die finden das sehr, sehr gut, dass wir... uns die Zeit nehmen, die Sachen ordentlich zu bauen und das Game auch in einem vernünftigen Tempo genießen. Also, keine Ahnung, ich finde das gerade einfach so ultra krass, hier in diesem Spiel zu bauen. Das macht so enorm viel Spaß. Ja.
Ich sag mal, vor 4 Stunden und kann jetzt schon sagen, Biomasse ist der absolute Scheiß. Und da bist du nicht alleine. Was meinst du, Kevin? Ich sag mal so, der Vorteil ist ja auch, dass wir da zu zweit zocken. Ich glaube, wenn ich alleine zocken würde, dann hätte ich viele Phasen, wo ich kaum reden würde, weil ich so in das Game die ganze Zeit vertieft wäre. Ja, ja, safe. Ich kenne das aber. Ich denke mir dann auch immer, man hätte mehr reden sollen oder so, aber es ist einfach nicht drin. Manchmal brauchst du einfach diesen Moment Konzentration. Das ist aber das ist so. Das, woran man auch merkt. Ne? Jo. Oh, da sind noch Bären, die hole ich mir jetzt aber erstmal. Oh, hier sind überall Bären. Oh. Wo ist der? Da. Jetzt habe ich schon wieder einen abgekriegt. Schon wieder einer. Ich will nur deren Überreste noch einsammeln nebenbei. Das kann ich alles zu DNA-Dinger verarbeiten. Das Mistvieh wieder. So, dass das jetzt nicht useless war, was ich hier gemacht habe, aber mal gucken. You will see. So. Ach, das hängt an der Decke. Okay. Thank you.
ganze Laufbahn gleich noch drehen. Aber ich muss jetzt erstmal gucken, dass ich irgendwie hier wegkomme. Bro. Ja, dieser Riesenkeiler. Die sammeln wir aber ein, die sind wichtig. Speckpilze sind wirklich sehr, sehr nice. Ihr wirkt etwas süchtig. Ja, kann man so sagen, würde ich sagen. Vor allen Dingen, wir haben noch so viel, was wir zocken können. Das ist das Krasseste und was mir am meisten Angst macht. Mir grault jetzt schon vor den nächsten Monaten. Das ist einfach eine Content-Maschine, dieses Game. Beziehungsweise das Entwicklerstudio dahinter ist ja die Content-Maschine, wenn man es so sieht. Oh nein, nicht schon wieder so einer. Ist viel zu übertrieben, der Keiler.
Keine Ahnung, wo das da ist. And the shallows passing through the windows, and they're all the same. There is no residence growth. Sing. I just called the fix-it doctors. They told me there is definitely no danger from repeat exposure to these signals. In fact, they said it is good for you. I apologize, but the call dropped suddenly, otherwise they would have told you themselves. The good news is you should run towards these strange and dangerous-looking objects whenever you find them. Doctor's orders. Kommst du mit dem Bauen voran, Zander? Ja, gut sogar. Schließ jetzt gleich die Kohle an. Okay. Boah, ich habe sehr viele Speckpilze gesammelt mittlerweile. Okay. Ich guck mal, ob ich uns diese Heal-Inhalatoren oder wie die heißen mache. Oh, das ist ein dicker. Lass mir euch Mistviechern, aber dann doch ein bisschen riskant hier. Den Strom gar nicht wieder angezogen.
irgendwie. Hm? Nee, nix. Nee. Ja, das finde ich auch geil gemacht. Dass das so funktioniert. Warum kann ich nicht einen Meter weiter weg? Okay, jetzt haben wir das geschafft. Jetzt müssen wir das alles rückwärts abreißen. Lieb die Leiter, ne, mittlerweile. Früher habe ich die nie benutzt, mittlerweile liebe ich die einfach nur noch. So. Jetzt aber. So, jetzt kommt die Kohle, wenn sie angeht, hier an. Licht wieder an. Und da hinten ist auch wieder Licht an. So.
das ist kein Vieh, ne? Da hinten ist noch eine gelbe Schnecke. Ey, wir haben sehr, sehr, sehr viel Überreste von den ganzen Gegnern, Leute. Da kann ich gleich richtig viel DNA-Dinger herstellen. Vielleicht kann ich damit dann nochmal ordentlich Tickets holen. Klingt nach einer Sphäre. The voiceless effigy creates bodies in their waves, but does not notice the shore. Is our melody not beautiful? Detecting abnormal brainwave activity again. Wilde Achterbahn fahrt hier. Activating artificial brainwave resonator. Your shallow song has no rhythm. The river erodes our temples without prayers and washes away our scripture without deepening. Consume. I believe this is one of those moments where the scientist would yell, Eureka, but that seems entirely too dramatic. It seems they are somehow organically emulating human speech. Fascinating. Continue exposing yourself. To alien artifacts. Ich habe sehr viele Überreste mittlerweile, Zander. Du meinst DNA? Ja, ja, für DNA. Von den einen habe ich schon über 50 Stück. Sehr geil. Ich laufe hier rum, schlachte alles, was lebt, ab. Wo ich weiß, dass droppt Überreste. So, jetzt kommt hier die Kohle an, Leute. Oh. Boah, okay. Also die Stahlproduktion kann bald anlaufen. Aber nur die Stahlproduktion. Dann müssen wir noch die Statoren bauen, die Rotoren bauen und die Motoren bauen. Es waren 21 Tickets heute Morgen drin. 21, schon sehr strong. Hier ist eine Quelle Stickstoffgas. Ich wusste gar nicht, dass es das gibt. Das kenne ich ja auch nicht. Das ist neu, oder? Ich habe keine Ahnung, habe ich noch nie gesehen in dem Spiel. Das sieht aus wie Wasser, ist aber Stickstoffgas. Scheiße.
Sieht ganz nice aus. Soll nur noch die Kohle hier reinkriegen. Wir müssen mal splitten. Das wird gar nicht so einfach. Ich das am besten. When will you land? Ich muss das in zwei splitten und dann die zwei auf die drei aufteilen. Geht das? Und mit hier. So, jetzt schauen wir uns mal weiter da in der Richtung um, Leute, würde ich sagen. Splitter noch davor setzen, geht das? Nee, ne? Gar nicht, warum es nicht funktioniert. Kaspar, moin, alles gut?
Juicy, Dankeschön für den Follow. Genauso auch Guadamo, Matzeratze, Aizuki und Rosewood. Dankeschön, Leute. Vielen, vielen Dank. Sorry, dass ich ein bisschen ruhiger gerade bin. Ich bin die ganze Zeit auch ehrlich gesagt ein bisschen abgelenkt hier von meinem Grind. Da ist noch einer. Hier hin, wir gehen mal hier lang. No! Ja, okay, da komme ich aber easy hin. Ich habe ja meine Nüsse und alles. Du hast deine Nüsse. Ja. Ich habe mir sehr viele Nüsse zum Snacken geholt. Nein! Mir fehlen Stahlträger! Scheiße. Boah, hier sind auch noch überall Nüsse und Beeren. King Buster, du hast vollkommen recht. Ich hab's auch gesehen gehabt. Ich hab aber trotzdem noch beliebt. Alter, wir haben noch nicht ernsthaft schon 17 Uhr. Ich kack so ab, ich dreh durch. Kevin, was ist mit der Zeit? Ich hab keine Ahnung, Zander. Das ist ganz, 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 ganz schlimm. Ich glaube, ich muss mich scheiden lassen. Keine Zeit mehr für Familie. Satisfactory ist jetzt mein neuer Lebenspartner. Bist du nicht gerade in einer Stahlfabrik? Ja, einer zukünftigen Stahlfabrik. Kevin! Oh mein Gott. Was denn? Du musst in die Stahlfabrik kommen, wenn du gleich Inventarplätze irgendwann mal frei hast. Und dann musst du die mal abholen, die restlichen 1300 Stahlträger. Und dann kannst du auch noch ein paar mitnehmen, damit du die einfach schreddern kannst, okay? Ja, kommen da so gut zusammen. Der Doppelcontainer ist voll. Und der Einzelcontainer ist auch schon fast wieder voll. War das nicht so, dass der damit richtig viele Punkte auch generiert? Ja, ja, richtig viele. Das war wirklich strong. Ich bin so froh, dass ich die Stahlfabrik noch nicht fertig gebaut habe. Mit den ganzen neuen Sachen kann man so viel geiler bauen jetzt. Und gleich kriegen wir noch mal viel, viel mehr. Ich bin so die Mobs am Grinden, weil ich will jetzt, ich will uns richtig viele Tickets holen. Damit wir diesen ganzen Baustuff endlich haben. Das ist halt schon much worth it, das so zu machen. Das Krasse ist, ich laufe jetzt hier lang, wo ich vorhin ja lang gelaufen bin. Mhm. Und hier ist einfach nirgendwo groß mehr Gegner. Ich habe hier alles ausgerottet.
Wie lange brauchen die denn zum Nachbauen? Ich habe keine Ahnung, aber über Nacht kommen die ja bestimmt safe nach. Aber die DNA-Tickets sind meiner Meinung nach das Effektiveste, wie ich jetzt schnell an Tickets komme. Weil wir brauchen gerade, weiß ich nicht, 12.000 für eins, ne? Das sind ja ungefähr 12 Gegner. Und ich habe jetzt locker schon über 200 Gegner besiegt. Sehr geil. Quelle kann ich so mit dem Aufbau vergessen. Eine normale Kalkquelle. Können wir uns merken. Aber ich glaube, das können wir auch einfach fallen lassen. Ich habe hier nebenan nochmal direkt ein paar Kalkquellen. Reicht. Created for artistic purposes, I am incapable of singing. You sing. Noted. Let's go. Jetzt wird's gleich nice. Gleich geht die Steel Production an. Ein Förderwald ist falsch. Real? Kohle, 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 Kohle. Überall ist Kohle. Könnte sein, dass ein Zweier ist, oder? So MK1. Okay, gucke ich gleich, danke. Erstmal einmal hier runter. Ja.
Junge, Junge, was geht denn hier oben ab? Alter, hier ist nochmal eine Büffel-Family. Wie viele von diesen Keilern hier sind, ne? Zwei von den großen. Ich glaube, der backt da. Wow, 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 wow. Okay, den lasse ich mal. Das ist ein geiles Gefühl, dass jetzt die Maschinen angehen, ey. Aber warum laufen die nicht so clean raus? So, klar, weil die jetzt voll laufen, ne? Wo die überall diese Sachen versteckt haben, das ist geisteskrank. Also wie viel man hier untersuchen muss eigentlich, ne? Welches Förderband? Meinst du eins von den... Welches meinst du denn? Weil das können ruhig MK1 sein. Das können auch MK1 sein. Da rechts oben. So.
Die sammeln wir direkt ein. Okay, dann gehen wir mal da. Oh. Glaube ich nur so ein mittlerer, ne? Oder ist das ein super? Ah, ist ein. Oh Gott. Ein super Keiler. Junge, 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 ey.
Ja, manchmal mehr und manchmal weniger. Du hast gesagt, wir sollen unsere Bestellung abgeben. Genau, richtig. Aber wir brauchen Kupferdraht, Leute. Kevin. Kupferdraht haben wir aber ganz schön viel in der Base. Ja, alles läuft. Da habe ich keine Schwierigkeiten. Ich bin nur leer gegangen gerade. Wie läuft's bei dir? Ey, ich hole so viel von diesem Stuff ran. Aber Kunde ist auch gut, ne? Sehr schön. Das Ding ist, hier sind überall diese Gigabüffel. Die Gigabüffel? Ja, die mit dem Horn vorne. Die sind richtig nervig. It seems I may have said something paradoxical. Diese ganz starken, weißt du? Ja. Von denen wurde ich gestern auseinandergenommen. Zwei Stück von denen waren das. Oder einer von dem und der andere so ein Feuerspucker-Typ. Hey, hier kommen manchmal doppelte Büffel und so. Ich habe zum Glück viele von diesen Speckpilzen gesammelt. Speckpilze, immer noch beste. Oh Kevin, ich will einfach alles so schön bauen, ne? Es ist einfach so geil, es macht so unfassbar viel Spaß. Oh, Strahlungslevel, Strahlungslevel. Oh, der ist verstrahlt. Der kommt hinter mir her. Gegen den kämpfe ich nicht. Könnte auch das Letzte sein, was du tust. Ja, ich habe direkt Strahlungslevel-Schaden gekriegt, als ich in seiner Nähe war. Die sind wirklich Giga-OP, die Strahlungslevel-Viecher. Hier sind wirklich nur Gigabüffel als Gegner in der Gegend hier. Aber das Gute ist, die droppen immer 5 Überreste auf einmal. Das ist halt wirklich strong, ne? Wie macht man diese Lücke zu hier? Geht nicht. Kann nur die machen. Normaler Buffer. Die Großen sind meist in der Nähe von irgendwas, was sie beschützen. Das wäre oder eine Schnecke oder ein Sloop oder sonst was. Wrack, was auch immer. Okay? Was verflixen mit den halben Fundamenten? Okay. Ja, die sind oft in der Nähe von was sie beschützen, das stimmt. Ich habe hier eine Festplatte. Ich guck mal. Ah, das ist halt sehr weit weg. Ich weiß nicht, ob ich da... Das können wir nicht mal herstellen.
Diese Lücke kann ich so schließen. Einen halben links, einen halben quer. So. Hey. Andersrum. So. Noch mal andersrum. Also sprich so. Nicht so durchziehen. Die weg und dann die quer. Wie setzt ihr da jetzt halbe Zäune drauf? Meinst aber nicht so, oder? In die andere Seite überlappen. Ah. Warte mal. Jetzt verstehe ich, was du meinst. Du meinst. So? Ist das so und dann da drunter liegt, oder? Nee, hä? Das ist immer noch nicht, sorry. Ich glaube, ich weiß, dass du erreichen willst. Du möchtest erreichen, dass ich halt das Fundament so baue, dass es genau an der Kante endet, richtig? Aber wie geht das? Die andere Seite überlappen, das Fundament. Hä? Halbe an das halbe ran. Ja. Hatte ich das nicht gerade gemacht? Oh, jetzt geht's. Okay, aber jetzt was. Ja gut, jetzt geht das halt nicht. Aber jetzt kann ich das nur auf der Seite machen, ne? Andere Seite geht's jetzt nicht, ne? Das heißt, das muss ich auch so machen. Das ist aber wirklich Fusch am Bau. Wirst du da geradezu animiert oder was, dass du am Bau rumfuschen sollst? Junge. Ey, du kennst es doch, wenn du eine Platte baust, ein Fundament, und da eine Leiter dran, eine schräge Treppe dran baust, ne? Ja. Und die Treppe sitzt ja mittig. Das heißt, wenn du dann oben ein Gitter dran baust, hast du rechts und links an dem Geländer eine Lücke. Weißt du, was ich meine? Ja.
Das kannst du umgehen, indem du das Fundament unten abreißt und da 4 halbe Fundamente reinsetzt. Und dann baust du das sozusagen bis zum Ding. Bis zum Geländer. Das ist ja komplett wild. Nimm das andere Geländer weg, dann fällt das nicht so auf. Ja, aber dann habe ich ja das Problem. How fascinating to once again solve a true mystery, to be unable to create any accurate predictions. Hm, stimmt, das ist nicht so. Das ist gut, das ist gut. Warte mal, ich kann hier das andere benutzen? An der Treppe? Achso, du meinst, nee, warte mal, das geht ja nicht. Hier habe ich ja nur das. Hier habe ich ja nur das, aber ich will ja so Treppen haben. Andere da drauf sitzen? Das geht aber nicht, ne? Ich glaube, mit dem geht das nicht, weil das ein zu langes Element ist. Ich baue das mit den anderen. Ich baue einfach die Front. Ups. Die Front baue ich einfach mit den Dingern hier. Mit denen hier. Hm? Nö, jetzt geht das ja da nicht aus. Ach so. So, und jetzt fällt es gar nicht mehr auf. Habe ich ja schon, wie man ein Viertelfundament dran baut. Ich bin jetzt gerade überlegen, ob ich den Turm hier hinstelle. Muss ich nochmal neu verbinden, aber ist egal. Das ist schön, wenn man die umstellen könnte einfach. Wo habe ich denn jetzt hier Saft drauf gemacht? Auf welches Kabel? War das das hier?
Geil. Wie war das? Habe ich ja schon gemacht gehabt. Ich glaube, das war jetzt so richtig, wie ich es gemacht hatte. Hä? What is wrong? Jetzt aber. Gigabüffel. In welcher Produktion bist du gerade dran? Stahl.